Ja, erstmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die heute gekommen sind. Ich glaube, das war eine schöne erste Auflage vom Rheinland-Pitch. Wir haben viele schöne Startups gesehen. Seid ihr bereit? Startbus hat es geschafft, hier 5 sehr innovative Unternehmen ranzukramen. Ja, ich glaube, ich kannte keins von den 5, insofern ist es schon mal ein guter Ansatz. Ich hoffe, dass es in den nächsten Monaten sich so weiterentwickeln wird. Ich glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung, hier alle 4 Wochen gute Unternehmen aus NRW präsentieren zu können. Coole Veranstaltungen, gute Startups, gute Leute. Ich denke, das ist ein Format, was ich hier etablieren kann. Auch das Publikumsvoting finde ich gut. Ob die Startups wirklich am Ende alle Erfolg haben, dann werden wir sehen. Aber nicht alle, die restlos überzeugen konnten. Aber ich finde es gut, dass der Startplatz jetzt hier regelmäßiges Pitching-Format hat. Das ist gut für die Kölner Szene und die rockt. Ich finde generell diese Bewegung hier, die der Startplatz an den Tag legt und die Leute, die hier einfach im Raum sind, also wenn du reinkommst, ist direkt eine Ausstrahlung an Gründern, an Hackern. Und das kann nur noch besser und größer werden. Die große Mehrheit fand es eine gelungene Veranstaltung. Und daher freuen wir uns auch schon, dass wir in einem Monat, am 27. Mai, das Ganze nochmal machen können. Wir haben jetzt 3 Preise, die wir vergeben werden. Also der Rheinland-Pitch hat mich unheimlich fasziniert. Ich habe mich bisher immer an Berlin orientiert, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und jetzt kann ich das hier auch im Rheinland, das ist toll.